Guten Tag hier aus dem Europäischen Parlament in Straßburg. Ja, der gelbe Drache China, der zeigt seine Krallen. Nach einer Woche Reisediplomatie zunächst Macron und Ursula von der Leyen in Peking, dann die deutsche Außenministerin, jetzt das G7-Ministertreffen und die große Frage, wie umgehen mit dem chinesischen Riesen. Wirtschaftlich ist man eng miteinander verflochten, aber politisch sieht das ganz anders aus. Da sieht man China vor allen Dingen als einen systemischen Mitbewerber. Diese großen Fragen, die beschäftigt heute auch das Europäische Parlament und ist auf der Suche nach einer China-Strategie. Zumindest gibt es die in Ansätzen, aber sie ist noch nicht so final und die Positionen, die gehen dann doch auch an einigen Stellen weit auseinander. Wir wollen dieses Thema heute hier beim Europa-Talk besprechen und das tun wir mit bewährten Gästen und ich freue mich ganz besonders, dass bei mir Alexandra Gese von den Grünen ist. Sie ist Parlamentarierin und Mitglied der Delegation für China im Europäischen Parlament und stellvertretende Fraktionsvorsitzende ihrer Partei. Und bei uns ist auch Joachim Kuhs. Er ist von der Alternativen für Deutschland, beschäftigt sich vor allen Dingen mit Menschenrechtsfragen, das auch in Bezug auf China und wird heute auch in der Debatte sprechen. Ich hatte es eingangs gesagt, deswegen an Sie die erste Frage, Herr Kuhs. Die große Herausforderung ist, einen Umgang mit China zu finden. Wir haben jetzt eine Woche Reisediplomatie gesehen. Wir haben Annalena Baerbock gesehen, die in der Taiwan-Frage gerade auch gestern mit dem Abschluss des G7-Ministertreffens noch mal sehr deutlich geworden ist. Was für einen Eindruck haben Sie von dieser diplomatischen Reisen oder von diesen diplomatischen Reisen in der vergangenen Woche? Also man muss sich ehrlich machen, denke ich, in dieser Frage. Denn wenn man mal genau hinschaut, dann waren die Reisen jetzt vor allem von Frau Baerbock doch eigentlich ein Fehlschlag. Das Auftreten, das öffentliche Auftreten in dieser Pressekonferenz, bei der sie dann quasi die Tür gewiesen bekam, das war doch im Grunde genommen eine Blamage für die deutsche Außenpolitik. Und so sollte man eigentlich mit China nicht umgehen. Und das wurde auch deutlich in der Reaktion des Außenministers, des chinesischen Außenministers. Deshalb, also das ist meine Überzeugung. Das sollte man, das war wirklich ein Tiefschlag, auch für uns und ein Tiefpunkt auch der Diplomatie. Es ist wichtig, dass diese Themen angesprochen werden, aber doch nicht in der Öffentlichkeit. China ist eine Schamgesellschaft. Da muss man die Dinge hinter verschlossenen Türen ansprechen und den Chinesen die Möglichkeit geben, sich nicht quasi das Gesicht zu verlieren. Und da sehe ich den größten Fauxpas eigentlich, der letzte Woche passiert ist. Frau Gese, es kommt, glaube ich, nicht von ungefähr, dass Sie das sicherlich ganz anders sehen, weil die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock da so deutliche Worte gefunden hat. Sie hat ja vor allen Dingen auch das Thema Taiwan noch mal ins Zentrum gesetzt. Aber wenn man sich noch mal das Bild vor Augen führt, diese Pressekonferenz letzte Woche Freitag, Wang Yi, der chinesische Außenminister, der sich westlichen Einmischungen versagt, der sagt, das ist irgendwie nicht der Ton, der getroffen wird. War das dann doch so erfolgreich, dieses Statement von Annalena Baerbock, oder richtete sich das mehr an die Öffentlichkeit hier in Europa als an die chinesische? Dieses Statement war klar und es war nötig, denn wir haben bereits in der Vergangenheit auch mit Russland erlebt, dass autoritäre Regime nur Menschen, nur Staaten respektieren, die für ihre eigenen Werte einstehen und nicht solche, die sich anbiedern. Auch das Konzept Wandel durch Handel ist im Moment gescheitert. Und deswegen war es ganz wichtig, dass die Bundesaußenministerin nach China reist und klar für Menschenrechte einsteht, klar für eine regelbasierte Friedensordnung der Welt einsteht. Wenn sie das nicht sagt, wenn wir als demokratische, freiheitliche Demokratie für diese Werte nicht einstehen, wer soll das dann sonst tun? Was sind denn dann, die Frage konkret, und die können wir ja auch gemeinsam diskutieren, diese Werte, die hier ins Zentrum gerückt werden? Wir haben jetzt gerade schon über Annalena Baerbock gesprochen. Ich hatte es erwähnt, auch noch mal ein scharfer, geschlossener Ton aller G7-Außenminister bei dem Treffen gestern in Japan, die noch mal deutlich gemacht haben, gerade in der Taiwan-Frage, wo die Grenzen liegen. Aber wir haben letzte Woche auch Emmanuel Macron erlebt bei seiner Reise gemeinsam mit Ursula von der Leyen, der auf dem Rückflug sagte, die Taiwan-Frage ist keine europäische. Er hat dann auch noch mal ganz konkret gesagt, er fordert eine unabhängigere europäische Außenpolitik.
Sieht man da eine Kakophonie der verschiedenen Töne in der Europäischen Union? Wo ist da die Linie? Ja, in einer gewissen Weise schon. Also Macron hat hier in dieser Debatte quasi einen anderen Ton gesetzt, den wir bisher nicht so gekannt haben. Er wurde von vielen auch unterstützt. Er hat dann natürlich ganz Unbekanntes nicht. Also ja, das Thema der Selbstständigkeit von China ist ja immer schon französisch. Dass es von einem französischen Staatspräsidenten kommt, ich denke, das war schon was Besonderes. Und das ist so klar und deutlich geäußert wurde. Und der Widerspruch, den er erfahren hat, zeigt ja, dass es eben doch etwas ungewohnte Töne waren. Und ich muss in dem Punkt, ich bin mit Macron sicher nicht ein großer Freund von seiner Politik, aber in dem Punkt muss ich ihm recht geben. Da hat er einen Punkt getroffen. Und Europa, vor allem die EU insbesondere, kann eben keinen Erfolg haben, wenn sie kein Programm hat, wenn sie nicht weiß, wie sie im Grunde genommen mit China umgeht. Und vor allem, wenn sie, wie Macron es eben betont, als im Schlepptau der USA eben gegenüber China auftritt, dann werden wir nicht ernst genommen. Und die EU muss ernst genommen werden, nur ernst genommen werden, wenn wir als eigenständige Macht auch auftreten. Und das wird eben aber in dieser Weise nicht funktionieren. Kurze Nachfrage, weil das ist ja auch die Position Ihrer Partei in Gänze. Wir haben jetzt beispielsweise aber durch den Ukraine-Krieg ja gesehen, dass gerade China den Schulterschluss mit Russland übt. Ist nicht da auch ganz deutlich geworden, dass die Europäer letztendlich auf die sicherheitspolitische Karte der USA setzen müssen? Ist das nicht auch deutlich geworden, dass das die einzige Strategie ist in Sicherheitsfragen? Gut, aber warum? Weil wir so schwach sind. Deshalb, es bleibt wenig übrig, sozusagen. Aber wenn wir in dem Dilemma sind zwischen zwei Hegemonen oder noch mehreren, also in einer multipolaren Welt, zwischen zwei verschiedenen Kräften uns zu positionieren, dann gehen wir natürlich zu dem, der im Augenblick der stärksten Sicherheitsgarantien uns geben kann. Und das sind die USA. Und das ist ja auch in Ordnung. Nur, es wäre fatal zu glauben, das wäre die Zukunft. Es kann so nicht bleiben. Es muss eine andere. Wir müssen uns da loslösen und wir müssen stärker in Richtung auch die Interessen der anderen müssen wir auch wahrnehmen und müssen entsprechend reagieren. Nicht, dass wir das gutheißen, aber Kritik ist notwendig, überhaupt keine Frage. Wir sprechen auch gleich noch über die Kritik. Frau Gese, Herr Kuss sagt es gerade und ich greife das mal auf, das Thema. Wir leben in einer Welt, in der China ja ein Machtfaktor ist, wirtschaftlich, politisch, in Asien mittlerweile immer selbstbewusster auftritt. Sie hatten eingangs gerade gesagt, es geht auch um Werte, europäische Werte, die beispielsweise Frau Baerbock, aber auch Ursula von der Leyen letzte Woche ja auch in Peking vertreten hat. Inwieweit spricht man hier eine unterschiedliche Sprache? Denn die Chinesen, so ist zumindest meine Beobachtung, setzen eben vor allen Dingen auf eine interessengeleitete Außenpolitik. Verfängt das in einer global sich neu ordnenden Welt, wenn der Westen, und das sehen wir auch in Russland und im Umgang mit Russland im Ukraine-Krieg, ja an vielen Stellen auch alleine steht? Denken wir beispielsweise auch jetzt an Lula, der gerade in Peking war und man sieht Schulterschlüsse, die man ja vor einigen Jahren vielleicht noch gar nicht für möglich gehalten hatte. Ist der Westen dort in einem Dilemma? Ist die Europäische Union hier in einem Dilemma? Ich möchte zuerst mal ganz klar sagen, das sind nicht nur europäische Werte. Wenn wir über Menschenrechte sprechen, wenn wir über die UN-Charta der Menschenrechte sprechen, das sind die globalen Werte unserer Welt. Ja, das ist die Weltordnung, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg haben. Das sind nicht europäische oder westliche Werte. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nicht in diese Falle tappen, zu sagen, es gibt westliche Werte, das sind Menschenrechte, das ist die Würde des Menschen, das ist die Freiheit, das sind Demokratie und für die anderen gelten andere Regeln. Das ist doch genau das, was China gerade versucht zu tun. China versucht, die wirtschaftliche Abhängigkeiten im Handel auszunutzen, um anderen Ländern seine Regeln aufzudrücken. Und Chinas Regeln heißt, dass das Individuum nichts zählt, sondern dass nur das Interesse des Staates, ja, nicht mal der Gesellschaft, der Gemeinschaft, sondern das Interesse des Staates, und im Falle Chinas ist das ein totalitärer Staat, dass das zählt. Und natürlich macht China gerade Druck auf andere Länder der Welt. Und dazu gehört auch Brasilien. Und deswegen ist es wichtig, dass wir in Europa klar sagen, wofür wir stehen, dass wir auch eine eigenständige Politik fahren. Wir müssen uns aus den wirtschaftlichen Abhängigkeiten von China befreien. Und dafür hat die Kommissionspräsidentin von der Leyen eine gute Analyse vorgelegt. Und dafür arbeitet die Europäische Union ganz klar an Instrumenten, an Gesetzen, um sich daraus zu befreien. Und das ist der richtige Weg. Sie sprechen es an, die Instrumente, die Gesetze. Aber machen wir es uns doch mal klar, weil Sie sagen das ja auch gerade. Die
Abhängigkeiten, das ist ja ein ganz wichtiges Stichwort, Selbstständigkeit. Wenn man sich die Zahlen anguckt, 98% aller seltenen Erden, ganz wichtig bei all den klimapolitischen Fragen, kommen aus China, 97% Lithium, 93% Magnesium. Die Deutschen als Beispiel produzieren und exportieren 40% ihrer Fahrzeuge nach China. Das sind ja Faktoren, mit denen man umgehen muss. Das heißt also, was konkret sind die Ansätze der Europäischen Union, A, eine gewisse Unabhängigkeit zu wahren, aber gleichzeitig eben sich diesen neuen geopolitischen Situationen zu stellen und eben auch der Frage der wirtschaftlichen Prosperität? Ja, also genau diese Analyse ist ja jetzt auch gemacht worden und hat die Kommissionspräsidentin von der Leyen auch noch mal ganz klar gesagt, wir haben diese wirtschaftliche Abhängigkeit. Deswegen gibt es jetzt, wird gearbeitet an einem Gesetz, um eben die seltenen Erden auch aus anderen Ländern zu bekommen, auch aus Europa selbst zum Teil und nicht nur aus China, um sich aus genau diesen wirtschaftlichen Abhängigkeiten zu befreien. Es wird auch gearbeitet an einem Gesetz, um ausländische Subventionen in europäische Unternehmen mit kritischer Technologie auf den Prüfstand zu stellen. Wir müssen überlegen, ob wir in bestimmten Bereichen, noch in kritischen Bereichen, noch mit China zusammenarbeiten wollen. Es ist problematisch, dass ein deutsches Unternehmen wie Siemens zum Beispiel hochwertige Technologie zur Aufrüstung des chinesischen Militärs liefert. Und das alles wird jetzt gerade in Europa gemacht. Dabei muss man eins sagen, wir schließen uns nicht blind den USA an in ihrer Strategie des Decoupling, also die Volkswirtschaften komplett zu trennen, geht sondern um wir sagen in erklärt. Europa, bitte? Es geht um Entkopplung, kurz erklärt. Ne? Genau, also es Entkoppeln, die sagen, die Unabhängigkeit zu schaffen von zum Beispiel kritischer Infrastruktur genau. etc. Ja, nicht nur kritische Infrastruktur, bei den USA geht das ja auch weiter. In Europa sagen wir, wollen weiter Handel betreiben mit China, aber wir müssen die Risiken für uns klar reduzieren. Und ich begrüße es auch da sehr, dass der deutsche Mittelstand diese Risiken nämlich schon erkennt und sich aus China zurückzieht oder zumindest seine Risiken sehr genau abschätzt. Das Problem sind in Deutschland zum Beispiel jetzt einige große Unternehmen, die weiterhin sehr massiv in China investieren. Wir haben aber bereits im Fall von Russland gesehen, was diese Abhängigkeit von russischem Gas bedeutet. Und im Endeffekt muss dann der Staat als Gemeinschaft für diese Risiken einstehen. Und das geht nicht. Also es geht um eine Neuausrichtung, eine Neujustierung auch der Außenpolitik gegenüber China. Herr Kuss, ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mal in den 14. Fünfjahresplan der Chinesen reingeguckt. Der ist 2020 veröffentlicht worden, denn China gibt ja in 5-Jahren-Rhythmus sozusagen seine politischen, seine strategischen, wirtschaftlichen Stile auch bekannt, kann man auch einsehen, ist alles online. Da steht drin, China möchte bis 2035 globale Führungsmacht werden und zwar weltweit im politisch-kulturellen innovativen Bereich den Spitzenplatz einnehmen. Wir hatten gerade schon gesprochen über die neue Ordnung, auch geopolitisch, geostrategisch in der Welt. Welchen Platz hat da Europa? Welchen Platz muss Europa finden, wenn man das berücksichtigt, was Frau Gese gerade sagt? Ja, genau, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Also wir müssen unseren eigenen Platz finden. Wir dürfen nicht zerrieben werden zwischen diesen zwei großen Wirtschaftsmächten, die eben jetzt sozusagen, also das, die alte Wirtschaftsmacht, die immer noch quasi überwiegend wirklich die USA eben definiert ist und die entsprechenden Satelliten drumherum und dem chinesischen Neuen quasi, die natürlich Krisenpläne haben, wobei die nicht immer alle sich erfüllen, das wissen wir auch. Aber der Ehrgeiz ist da und die gehen mit brachialer Gewalt vor. Und das ist ein Problem, natürlich. Aber wir als Europa, als Gesamteuropa, nicht nur die EU, sondern Gesamteuropa mit all denen, die eben in unserem Einflussbereich sind, wir müssen eine stärkere Position einnehmen. Und das sind eben, wenn man sich mal überlegt, was wir die Lissabon-Pläne, was man da gemacht hat, da wollte man eben die stärkste Wirtschaftsnation, auch also Wirtschaftsmacht sein. Das ist völlig gescheitert. Und wenn wir jetzt solche Sachen machen, dann wird das auch nicht viel helfen. Da bin ich nicht besonders zuversichtlich, wenn es hier um unsere EU geht. Ja. Nehme ich das nochmal auf und wir reden vielleicht gerade nochmal, weil wir sehen, auch das Parlament geht gleich los. Thema Menschenrechte, klarer Appell. Was sind da Ihre Forderungen, Frau Gese? Wo muss die Europäische Union noch deutlicher werden, auch in der Positionierung gegenüber China? Ich glaube, die Bundesaußenministerin ist schon deutlich geworden. Es gibt einen Bericht der UN-Menschenrechtskommissarin über die schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen, die in China begangen worden sind. An erster Stelle die Verfolgung der Uiguren. Das können wir so nicht tolerieren. Und wir müssen dafür sorgen, dass unsere Unternehmen das nicht mit unterstützen. Und natürlich arbeiten wir hier auch an einem Gesetz zum Thema Zwangsarbeit, dass wir nach Europa keine Produkte mehr importieren wollen, die mit Zwangsarbeit irgendwo in der Welt hergestellt worden sind. Aber das betrifft
betrifft auch China. Wir brauchen da auch einen gerechten Wettbewerb, auch für unsere Unternehmen. Gleiche Frage an Sie, Herr Kuhs, das Thema Menschenrechte. Sie werden nachher auch noch in der Debatte sprechen. Die Union hat Frau Rese schon gerade angesprochen. Was kann Europa hier konkret tun? Sind Sanktionen dann ein richtiges Mittel der Wahl, um auch dort politisch Nachdruck zu verleihen seiner Vorstellung, seiner Auffassung? Also ich glaube nicht, dass Sanktionen das Mittel der Wahl sind. Das hat übrigens jetzt auch der UN-Menschenrechtsrat am 4. April eine Resolution erlassen gegen die Stimmen der EU-Länder, dass man die Sanktionen für menschenrechtswidrig sogar hält. Ja, also das ist ein Riesen, das ist eigentlich im Grunde ein Skandal, dass wir da machen. Aber wir müssen mit den Chinesen reden. Es muss mit allen geredet werden. Und wir dürfen nicht aufhören, nur weil die einen quasi falsch spielen, dass wir dann aufhören, mit denen zu reden. Und entsprechend auch Dinge einfordern. Und das muss aber hinter verschlossenen Türen stattfinden, nicht in der Öffentlichkeit, damit die anderen nicht das Gesicht verlieren. Und wir müssen gucken, dass die Probleme, die es gibt nicht nur die Uiguren, es gibt 100 Millionen Christen in China, die im Verborgenen leben und die sich nicht versammeln dürfen. Das ist ein Skandal aus meiner Sicht. Und dagegen wenden wir uns, und da kann die EU schon einiges tun. Wir haben ja auch einen entsprechenden Sonderbeauftragten, der solche Dinge ansprechen kann. Und was ich auch noch anspreche, möchte ist, wir haben auch von China ausgehend und von vielen anderen Ländern ein riesiges Umweltproblem. Einmal die Verschmutzung der Weltmeere, wo über die Flüsse, und dann die großen Flüsse, die ganzen Plastikabfälle entsorgt werden. Das ist ein Riesenproblem. Dann haben wir das Problem, dass eben in China immer mehr Kohlekraftwerke gebaut werden. Und Kohle ist erwiesenermaßen der schädlichste Stoff, den wir machen. Jetzt passiert hier, etwas, ich muss das aufgreifen, weil Frau Gese lacht, weil da sind Sie sich anscheinend jetzt gerade auch vielleicht sogar sehr einig in einigen Punkten, aber dann doch wieder verschieden. Ich greife das mal auf, was Sie gesagt haben. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Also wir haben das Thema Sanktionen gerade besprochen, auch das Thema Umgang mit Menschenrechten. Umweltverschmutzung, ein großes Thema, aber gleichzeitig auch die Zusammenarbeit mit China auch da notwendig. Wir haben über die wirtschaftlichen Verflechtungen gesprochen. Wir haben eine Woche erlebt, Deutschland ist ausgestiegen aus der Atomkraft. Wir werden heute auch im Europäischen Parlament noch eine Entscheidung sehen in Fit for 55. Vielleicht da auch noch mal ganz kurz, was ist da sozusagen Kern dessen, wo jetzt es darauf ankommt, dass Europa hier geschlossen agiert? Ich musste nur gerade lachen, weil die AfD ja in Deutschland für die Kohlekraftwerke und den Diesel ist und in China dagegen. Das ist ein interessanter Widerspruch. Ich bin sehr froh, dass wir in Deutschland aus der Atomkraft ausgestiegen sind. Ich bin auch sehr froh, dass wir jetzt das Kernstück des Green Deals heute verabschieden. Das bedeutet, dass CO2 teurer wird. Das bedeutet aber, dass wir endlich einen Anreiz haben, nicht nur für erneuerbare Energien, sondern auch für Unternehmen, die CO2-frei oder CO2-arm produzieren. Das heißt, wir lenken jetzt den Markt in die richtige Richtung. Und wir setzen effektiven Klimaschutz jetzt endlich um. Gleiche Frage an Sie. Großes Thema heute, Emissionshandel. Da noch mal ganz kurz auch die Frage. Ist das der richtige Schritt aus Ihrer Sicht, da auch Europa unabhängiger zu machen? Das ist ja ein ganz wichtiges Ziel auch der Kommission. Also ich glaube, das greift alles zu kurz. Wenn wir nur die Emissionen, also Emissionshandel, da geht es um CO2 in erster Linie. Und wir sehen aber die ganz anderen Probleme, die es entstehen. Zum Beispiel der Feinstaub und so weiter. Solche Dinge, die für viel mehr Tote verantwortlich sind, als wir uns vorstellen. Ich war letzte Woche in Dänemark, in Kopenhagen, bei der Europäischen Umweltagentur und habe diesen Punkt gefragt. In Deutschland werden die Atomkraftwerke abgestellt. In Finnland wurde es gerade gestern angestellt. Und wir vertrauen immer mehr auf Kohlestrom. Über 35% hatten wir jetzt vor kurzem. Das wird sich noch mal steigern jetzt. Das ist doch irrsinnig, denn diese Umweltagentur, die hat gesagt, dass allein in der EU sind wir von 600.000 potenziellen Toten auf 300.000 gefallen. Und jetzt machen wir gerade das Gleiche wieder. Wir produzieren wieder mehr Feinstaub, wir produzieren wieder mehr Kohleabgase. Und was passiert? Menschen sterben deshalb. Das haben wir überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ich fand das sehr interessant. Aber Menschen sterben auch aufgrund der Umweltverschmutzung. Ne? Also das muss man auch ganz ehrlich sagen. Natürlich, schon klar. Aber es ist ein Punkt. Und wir schalten die Atomkraftwerke ab. Das ist einfach irrsinnig, ja. Dieses Thema haben wir fast komplett in der gesamten Diskussion ausgeblendet. Und ich fand es interessant, dass die Europäische Umweltagentur in Kopenhagen ist, sozusagen irgendwo auf eine Frage von mir aufgewachsen. Was sie bestätigt hat, jawohl, Kohle
Strom ist der schmutzigste Strom, den wir produzieren. Ja, gut, das will Frau Gese ganz kurz aufgreifen, ja, und sie hat Zweifel, deswegen gerne auch an Sie. Den Ball spiele ich gerne zu Ihnen rüber. Ja, einfach, es ist einfach falsch, dass Deutschland 95% des Stromes aus Kohle produziert. Das ist einfach unsachlich und falsch. Das möchte ich hier mal richtig stellen. Es gibt eine ganz kurzfristige Erhöhung. 35. Und, dann haben wir es klargestellt. Gut, dann. Okay. Es gibt eine ganz kurzfristige Erhöhung, aber natürlich geht jetzt der Weg in die Erneuerbaren. Und das ist in den vergangenen 16 Jahren versäumt worden. Und dafür wird jetzt endlich der Weg freigemacht. Es ist jetzt wirklich sehr klar, dass wir in die Erneuerbaren investieren müssen. Und dafür ist auch der Atomausstieg wichtig, weil Atomstrom enorm teuer ist. Es gehen so viel öffentliche Subventionen in Atomstrom. Das Atommüllproblem ist überhaupt nicht gelöst. Aber Frau Gese, konzentrieren auf die erneuerbaren Energien, auf den Ausbau. Und dann haben wir auch das Feinstaubbelichtproblem gelöst. Und ich hoffe, dass die AfD Frau Gese, ein Einschub, Frau Gese. Es gibt ja auch da eine Vielstimmigkeit in Europa. Man muss ja dazu sagen, deswegen Finnland, das stimmt ja, baut jetzt gerade ein Atomkraftwerk. Polen will einsteigen, Frankreich setzt auf Atomkraft. Der IPCC-Bericht spricht davon, dass letztendlich Atomkraft auch eine saubere Energie ist, gerade in Klimafragen. Das heißt, wir haben ja hier unterschiedliche Wahrnehmungen. Ist es da ähnlich wie China, dass Europa da, ich sage jetzt mal, eine Vielstimmigkeit am Ende des Tages hat und Deutschland vielleicht auch ein Stück weit einen eigenen Weg beschreitet? Es gibt eine Vielstimmigkeit, es gibt auch eine starke Atomlobby, muss man auch sagen. Der IPCC-Bericht sagt nicht, dass es eine saubere Technologie ist. Es sagt, es ist eine CO2-arme Technologie. Das ist richtig. Kann man so interpretieren. Aber es gibt auch Atommüll, ja, dessen Problem überhaupt nicht gelöst ist. Das heißt, anstatt CO2 das Leben der zukünftigen Generationen zu ruinieren, lagern wir das Atommüllproblem auf die zukünftigen Generationen ab. Und die Kosten sind unfassbar hoch. Atomstrom ist der teuerste Strom überhaupt, nur dass er eben dann nicht von den Verbrauchern gezahlt wird, sondern vom Staat über Steuermittel. Und dieses Geld haben wir nicht mehr, das brauchen wir für einen Ausbau der Erneuerbaren. Erneuerbare Energien ist ein ganz wichtiges Stichwort. Heute geht es aber vor allem, deswegen noch mal ganz kurz letzte Frage an Sie beide, ja vor allen Dingen um den Emissionshandel. Insgesamt geht es um 700 Milliarden Euro, die das mobilisieren soll. Da geht es darum, auch letztendlich die Industrie klimaneutral zu machen. Geht das so schnell oder braucht man nicht auch mehr Zeit? Bitte um eine kurze Antwort, denn die Wirtschaft muss sich ja auch auf diese neue Welt einstellen. Es muss so schnell gehen und es ist gut, dass wir jetzt endlich einen Startschuss haben. Und wir sollten nicht darüber diskutieren, ob wir es machen wollen, sondern wir sollten es jetzt umsetzen. In Ihrer Partei gibt es diejenigen, die sagen, der menschgemachte Klimawandel ist Murks. Das habe ich jetzt bei Ihnen nicht rausgehört. Aber gleichzeitig muss man ja die Frage stellen, wie stellt man jetzt die Wirtschaft um? Ist das ein richtiger Schritt, den wir heute dort erleben, hinsichtlich auch des Fit for 55-Programms, den großen Zielen für Klimaneutralität in der EU? Also gut, mal die Frage, die Sie jetzt an mich gestellt haben, ist deutlich anders als die, die an meine Kollegen gestellt haben. Ich würde gerne einfach antworten, was ich denke von diesem Emissionshandel. Ich glaube, das wird ein Krisenpapiertiger werden, wie viele andere Dinge auch, wie das Lieferkettengesetz zum Beispiel, und zu Härten führen und zu Ausweichprozessen und zu einer riesigen Bürokratie. Und am Ende werden von den 700 Milliarden wird nur ein Bruchteil wirklich in den Kassen landen, wo sie landen sollen. Und deshalb, also ich bin kein Freund davon und ich glaube nicht, dass das Ziel ist, der richtige Weg zum Ziel, das wir erreichen müssen, nämlich, dass wir insgesamt sauberer und sicherer und billige Energie brauchen. Jetzt noch eine kurze Überleitung, weil es jetzt in der Debatte gleich um China geht. Bei China setzt China setzt auf Kohlekraftwerke, auf Atomkraftwerke. Deswegen da nochmal auf Sie die beide Frage. China ist das Land mit dem größten Ausbau von Erneuerbaren. Das ist richtig. Ja, 99% der Auto, der Busse, die elektrisch fahren, fahren in China. Aber gleichzeitig weiß China auch, dass es noch nach wie vor eben diese Technologien braucht. Mhm. Wo findet man sich da mit den Chinesen? Ist da China dann jetzt eher Partner oder Gegner auch im internationalen Wettbewerb? Kurze Prognose. Klimawandel, die Bekämpfung des Klimawandels ist ganz klar einer der Bereiche, wo wir mit China zusammenarbeiten. Wollen und müssen. China als größtes Land ist da ein ganz wichtiger Partner. Das hat auch Frau von der Leyen sehr deutlich gesagt und das wollen auch wir. Und China, es stimmt, es baut noch neue Kohlekraftwerke, aber durchaus in geringerem Umfang. Und China investiert vor allem in erneuerbare Energien und hat da auch den größten Fortschritt und legt das Tempo vor. Und deswegen sind wir da sicherlich interessiert an einer starken Zusammenarbeit mit China. Die brauchen wir. China, Partner oder Gegner? Also wenn es um die Energiefragen geht, ist es sicher ein Partner. Wenn es um andere Fragen geht, dann müssen wir immer genau hinschauen. Wir müssen schauen, um was es geht. Und dann ist China sehr oft auch ein Gegner, den wir klar Paroli bieten müssen, aber nicht, indem wir Porzellan zerschlagen, sondern indem wir mit denen hart verhandeln und versuchen, unsere Positionen klar zu machen.
Sagt Joachim Kuhs, ich sage ganz herzlichen Dank, Politiker der AfD. Sie müssen jetzt in die Debatte, da geht es nämlich gleich los. Wir haben über die China-Politik gesprochen, auch Ihnen ganz herzlichen Dank, Alexandra Gese, hier für diesen Europa-Talk am Morgen und Ihre Einschätzung und Einordnung. Ja, liebe Zuschauer und Zuschauer, und wir geben ab in die Debatte. Das hat sich ein bisschen verzögert. Gerade ist noch Josep Borrell, der Außenbeauftragte der Europäischen Union, hier am Rednerpult. Dann geht es gleich los hier in der Debatte und wir geben ab ins Plenum und sagen Dankeschön fürs Zusehen. Bleiben Sie bei Phoenix.